Die E-Mobilität ist im Vormarsch und kann nicht mehr gestoppt werden. So die Experten. Im heutigen Beitrag sehen wir uns zuerst an, wie sich die öffentliche Ladeinfrastruktur der Salzburg AG in Salzburg gestaltet und zeigen am Beispiel der Panzerhalle und deren Mieter, warum es immer notwendiger wird, Parkplätze zu elektrifizieren. Die Salzburg AG betreibt im Bundesland Salzburg 246 Ladepunkte, den Großteil im Flachgau, der Stadt Salzburg und dem Pongau. 30 Ladepunkte sind sogenannte Schnellladepunkte mit 50 bis 150 kW Leistung. 216 Ladepunkte sind mit bis zu 22 kW ausgestattet. Wir versuchen ein flächendeckendes Netz auszubauen. Die Standorte werden so ausgesucht, also es wird einmal zuerst erhoben, wo sind die stark frequentierten Punkte. An stark frequentierten Verkehrspunkten werden Schnellladestationen errichtet. Die normalen Ladestationen, also sprich für das beschleunigte Laden, werden an Orten errichtet, wo sich der Kunde mehrere Stunden aufhält. Ist mir das klar? Mit wie viel Leistung bzw. wie schnell tatsächlich geladen werden kann, hängt aber nicht nur von der bereitgestellten Leistung des Ladepunktes ab. Auch die verbaute Ladetechnik des Fahrzeuges spielt dabei eine gravierende Rolle. Aktuelle Modelle können auf Wechselstrombasis mittels AC-Stecker bis zu 22 kW Ladeleistung aufnehmen. Auf Gleichstrombasis, also DC-Stecker, kann mit 50 bis 150 kW Leistung geladen werden. In puncto Abrechnung stehen dem Kunden drei Möglichkeiten zur Auswahl. Der Kunde kann sich die Ladestation freischalten mittels seiner Kundenkarte oder mit der App, beziehungsweise kann er auch über die Kreditkarte bezahlen. Der Kunde hält heute einfach die Karte zur Ladestation zurbe und der Ladevorgang beginnt. Und einmal im Monat bekommt der Kunde eine Rechnung über den geladenen Strom. Die Panzerhalle am Gelände der ehemaligen Struber-Kaserne im Stadtteil Max-Klean ist ein Beispiel für eine gelungene Revitalisierung. Das architektonische Schmuckstück beherbergt zahlreiche Unternehmen, Coworking Spaces, Loftbüros, ein Fitnesscenter und Veranstaltungshallen. Mit der Markthalle für Kulinarisches und dem Beauty- und Style-Loft werden auch die Sinne angeregt. Der Inhaber und Geschäftsführer der Panzerhalle, Markus Sillhaber, erkennt einen Trend der ansässigen Firmen und Besucher hin zur Elektromobilität. Das hat ihn auch dazu veranlasst, Teile der Parkplätze im Außenbereich und in der Tiefgarage zu elektrifizieren. Also wir haben mittlerweile über 70 Unternehmen, die in der Panzerhalle angesiedelt sind. Und da haben einige dieser Unternehmen bereits umgesattelt oder zum Teil umgesattelt Richtung Elektroautos. Und das war dann gleichzeitig der Wunsch, der an uns herangetragen worden ist, diese Parkplätze auch teilweise mit Ladestationen auszustatten. Und dem sind wir nachgekommen. Dass die Panzerhalle auch an die Zukunft denkt, hat Bernhard Arming dazu veranlasst, seine Steuerberatungskanzlei dort anzusiedeln. Denn für seine Elektrofirmenflotte benötigt er Ladepunkte. In der Panzerhalle kein Problem. Ladekarten der Salzburg AG bestellt und schon können die Fahrzeuge vor Ort an den öffentlichen Ladepunkten geladen werden. Er denkt auch daran, Wallboxen bei den Mitarbeitern zu Hause auf Firmenkosten zu errichten. Der Hauptgrund war, warum wir überhaupt in die Panzerhalle gekommen waren, nicht weil es ein super Büro ist, sondern auch weil wir da die Ladestationen für die Mitarbeiter haben. Und wenn wir jetzt über die Salzburg AG die Möglichkeit bekommen, bei den Mitarbeitern sozusagen nur Wallbox zu installieren, dann erhöht sich der Aktionsradius natürlich um eigentlich das Doppelte, nicht? Weil 80 und 80 wären dann ungefähr, oder 50 und 50 zwischen 100 und 160 Kilometer. Derzeit verfügt die Panzerhalle über 8 öffentliche und 5 firmeneigene Ladepunkte der Salzburg AG. Eine DC-Schnellladesäule mit 3 Ladepunkten und eine AC-Ladesäule für beschleunigtes Laden mit 2 Ladepunkten im Außenbereich sowie weitere 3 AC-Ladepunkte in der Tiefgarage. Die notwendige Stromleistung für das Laden war in der Panzerhalle von vornherein in ausreichendem Maß vorhanden. So konnte die Elektrifizierung der Parkplätze seitens der Salzburg AG mit dem Full-Service-Paket rasch realisiert werden.
Es gibt ein Full-Service-Paket, also da, wo wir die Planung übernehmen, wo wir auch die Umsetzung, sprich Installation, Montage, Abrechnung und natürlich auch die Lieferung von Ökostrom übernehmen. Die Abrechnung funktioniert ganz einfach, also man kann sich die Ladestation mittels einer Kundenkarte von der Salzburger AG oder mittels einer App freischalten und der Kunde, sprich der Autofahrer, bekommt einmal im Monat eine Abrechnung. Also die Kooperation war sehr gut. Wir haben einen Ansprechpartner bei der Salzburger AG. Die Salzburger AG nimmt den ganzen Bestand aus, unsere Wünsche auf und bringt dann anschließend die richtigen Lösungen auf den Markt bzw. tragt es an uns heran und funktioniert perfekt. Seit 2 Jahren ist auch Jaguar Land Rover in der Panzerhalle beheimatet. Neben einem geeigneten Umfeld für die Mitarbeiter spielte auch die Möglichkeit zur Errichtung von Ladepunkten bei den Parkplätzen eine gewichtige Rolle. Denn auch im Fahrzeug-Premium-Segment hat die Elektromobilität längst Einzug gehalten. Wir haben uns für diesen Standort entschieden, weil es ein bisschen ein Industriegebiet ist, aber mit sehr modernem Touch. Und es ist dennoch noch in der Stadt Salzburg, denn das war uns auch sehr wichtig. Und es ist natürlich alles neu und was gibt Schöneres, als in neue Büroräumlichkeiten zu ziehen. Parkplätze natürlich ein Thema. Wir haben 2 Tiefgaragengeschosse und, wie es in Zukunft sehr, sehr notwendig sein wird, genügend Stromanschlüsse, um unsere zukünftigen Elektroautos jeden Tag aufladen zu können. Die Tiefgaragenplätze von Jaguar wurden mit 2 Gleichstrom- und 3 Wechselstrom-Ladepunkten der Salzburger AG ausgestattet. Auch hier kam das Full-Service-Paket zum Einsatz. Für den Kunden ergeben sich daraus klare Vorteile. Der wesentliche Vorteil ist, dass das Unternehmen sich praktisch um nichts kümmern muss, weil wir die Lösung aus einer Hand bieten. Wie schon vorher gesagt, also die Planung, Installation, Service und Wartung und Abrechnung und natürlich auch die Stromlieferung, was zu 100% Ökostrom ist. Zusammenarbeit hat ganz einfach sehr gut funktioniert. Wir hatten ein paar spezielle Wünsche. Wir brauchen für den Jaguar I-Pace brauchen wir Gleichstrom-Ladestationen, dann normale Wallboxen für unsere Plug-in-Hybride oder falls Gäste herkommen und auch normale Steckdosen haben wir hier bekommen. Und alle diese Kriterien waren ganz einfach zu erfüllen und es hat auch vom ersten Tag an hat einfach alles perfekt geklappt. Für das Unternehmen Jaguar Land Rover ist die ferne Zukunft rein elektrisch. Mit dem Motto Destination Zero begibt man sich auf eine spannende Reise. Null Emissionen, null Stau, null Unfälle. So das langfristige Ziel. Bereits jetzt ist jeder 5. verkaufte Jaguar ein E-Fahrzeug. Mit dem I-Pace hat auch Jaguar ein rein auf Elektro aufgebautes Fahrzeug auf den Markt gebracht. Reichweiten um die 470 Kilometer machen den Performance-SUV auch für längere Fahrten interessant. Auf längeren Reisen kann der I-Pace nun auch an den starken Gleichstrom-Powerchargern geladen werden. Das heißt, an einer 100 kW-Säule werden in 15 Minuten rund 127 Kilometer nachgeladen. Wir nennen den I-Pace einen Performance-SUV, obwohl er relativ niedrig ist, was gut ist für die Aerodynamik, aber bietet vollwertigen Platz für 5 Personen, einen sehr großen Kofferraum und das Package, wie die Ingenieure sagen, ist einfach richtig, richtig gut und perfekt ausgenutzt. Als Fazit kann gesagt werden, dass es in Zukunft immer notwendiger werden wird, genügend Parkplätze zu elektrifizieren. Speziell Firmen werden bei ihrer Standortwahl darauf Wert legen. Benötigen Sie Informationen zu Ladelösungen, dann erhalten Sie diese bei der Serviceline der Salzburger AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at/e-mobilität. Oh.